Echtzeit Racing wird Ihnen präsentiert von Dunlop. Großbritannien. Sturm. Hitze. Leidenschaft. Treffen auf Jason Plato. Cool, abgeklärt, lässig und überzeugter britischer Tourenwagenprofi. Das Team ist toll. Viele Zuschauer und hübsche Mädels, wohin man schaut. 2001 sein erster BTCC-Triumph, danach schrammt er etliche Male am Titel haarscharf vorbei. 2010 fährt er wieder nach ganz vorne. Ich hatte es irgendwie im Gefühl, die Vorbereitung lief sehr gut, das Auto war fantastisch, das Team hat einen tollen Job gemacht und wir waren das ganze Jahr über unserem Zeitplan voraus. Es geschafft zu haben, war eine Erleichterung, ein schönes Gefühl. Schon als kleiner Junge startet er durch, weiß schon früh, wo es hingehen soll. Mit 12 Jahren fing ich an, Kart zu fahren. Das war im Norden Englands, eine Strecke namens Felton, die es leider nicht mehr gibt. 82 gewann ich die britische Meisterschaft, habe im Kart alles gewonnen. 90 dann mein erstes Jahr in der Formel Renault. Ich marschierte durch bis in die Formel 3 und dann war ich pleite. Doch dazwischen gerät er auf saugstarke Abwege. Als ich College und Schule verließ, um ein bisschen Geld zu verdienen, verkaufte ich Staubsauger von Tür zu Tür. Amerikanische Staubsauger sind sehr teuer. Ich machte das 6 Monate lang und das hat Spaß gemacht und gutes Geld gebracht. Vom Klinkenputzer zum Rennstar. 14 Jahre BTCC, Publikumsliebling, coole Socke und Medienprofi mit Sinn fürs Wesentliche. Ich stieg 97 ein, als die Supertourenwagen auf dem Höhepunkt waren, mit Budgets von zig Millionen Pfund. Mittlerweile sind die Budgets bedeutend niedriger und das ist auch gut so, denn der Unterhaltungswert ist heute mindestens genauso hoch, wenn nicht höher. Die Autos sind vielleicht 1 oder 2 Sekunden pro Runde langsamer, aber das sieht man mit bloßem Auge nicht. Man könnte es sehen, wenn ein modernes Auto mit auf der Strecke wäre, aber alle Autos sind diese 2 Sekunden langsamer. Das reduziert die Kosten und das ist prima. A second or so slower than they were 10 years ago, and it drives the cost down. That's a great thing. 2011 will er seinen Thron verteidigen. Seine Stärken: bodenständig im Trubel, hart im Nahkampf. Ich hasse alle anderen Fahrer. Nein, im Ernst. Auf der Strecke gibt's keine Freundschaft, nichts Beständiges, weil jeder den anderen schlagen will. Es ist ein echt harter Wettkampf und ganz ehrlich, ihr werdet mir das wahrscheinlich nicht glauben, aber wir versuchen echt, uns nicht in die Kiste zu fahren, ganz bestimmt nicht. Warum es dennoch mit dieser Regelmäßigkeit passiert, liegt daran, dass die Autos so gleichwertig sind. Beim Sprintrennen haben wir nur 15 Runden Zeit. Wenn sich da eine Lücke auftut, in die man seine Nase reinquetschen kann, dann versucht man das. Das wollen die Fans an der Strecke und die Fernsehzuschauer sehen. Echtes Racing. Jasons Teammate, unerfahren und blutjung, kann durch ihn nur an Profil gewinnen. Mein Teamkollege Jason Plato ist super, einer der besten des Landes. Er hilft mir, wo er kann, das Auto zu entwickeln. Die beste Regel heißt, nie aufgeben, immer weiter versuchen. Der Rennsport ist echt hart. Es gibt nur einen Gewinner und jede Menge Verlierer. Da muss man entschlossen und unnachgiebig sein. Jason Plato, Mentor, amtierender BTCC-Champion und Familienvater. Angelangt auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Doch was bewegt ihn wirklich am Rennfahrer-Dasein? Ich bin der schlechteste Beifahrer der Welt. Ich muss die Kontrolle haben. That's what it is. Inside Racing wurde Ihnen präsentiert von Dunlop.